Willkommen zurück zu Survival Plus mit allen Pferden, die hier heil angekommen sind und auch die Schafe. Und neben den Schafen und den Pferden sind natürlich auch Sindel und Koja hier heil angekommen. Hallo. Zutiefst beleidigt. Er stellt erst die Schafe und die Pferde vor und dann uns. Ja, das sind doch wichtig. Das ist... Naja gut, ich gebe es ja zu. Ja, ich gebe es ja zu. Erstens sind sie wichtig und zweitens ist das in der Tat die Sensation, dass die heil angekommen sind. Ich finde, das haben wir toll hingekriegt. Xar kann jetzt ganz viele Pferdegesichter im Arsch haben. Das werde ich echt nie wieder los. Oh. Nee, das hast du jetzt. Unsere Mission für heute ist, einen Stall mindestens mal einen zu bauen für die Pferde. Das Ding ist nicht ganz klein. Insofern werden wir mal gucken, wie wir den hinstellen. Und dann würde ich auch gerne noch, wenn wir da gerade schon beim Rumstallen sind, würde ich eigentlich ganz gern auch noch einen 4-Mia-Stall bauen. Und das schauen wir uns jetzt gerade mal an. Das ist hier unter Farming Structures, da und dann Farm. Da haben wir einen 4-Mia-Stall, dafür brauche ich Lumber. Lumber, ja, my lord. Lumber, ja. Und, oh lord, Lumber, ja. Und hier brauche ich auch ganz viel Lumber, also muss ich jetzt erstmal alles hier voll lumbern. Dann lumber mal. Lumber hier nicht so rum. Geh mal dahin, wenn hier jeder so rumlumbern würde. Ich weiß nicht mehr, wie man Bucket of Plaster macht. Ist überhaupt auch gar nichts mehr. Ich gebe es zu. Es ist... Da haben wir 100. Hallo? 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 Ist der Server irgendwie weg, oder? Nö, so bei mir funktioniert alles. Bucket of Sand war das? Ich kann kein Lumber herstellen. Nö, ist alles gut. Hast du eine Säge im Inventar? Achso, vielleicht liegt es da dran. Vielleicht wieder so ein... Vom Hölzchen zum Stöckchen fehlt wieder die Hälfte. Ja, ich war ja tot. Ist gut möglich, dass ich... Aber ich hatte mir eigentlich eine Säge zusammengebaut das letzte Mal. Ich durfte ja dann nicht... Oh, ich habe mal so viel Schrott im Inventar. Moment, mal gucken. Nee, ich habe keine Säge. Hast du eine Metallsäge für mich? Schauen, ob in der Kiste was liegt. Oh, was ist das denn? Oh, ich habe was entdeckt. Oh, nicht noch ein Pferd. Nein, ich habe einen Otter im Haus. Ein Otter im Haus. Suche ein Zuhause, ja. Suche ein Zuhause, Level 77. Das hat Balu den gezähmt. Ach, wie süß. Das wäre durchaus möglich. Ja, oh, das ist ja niedlich. Komm mal gucken. Ach, ist der niedlich. Moment, ich komme sofort vorbei. Oh. So ein bisschen. Level 77, nicht vielleicht. Ja, oh. Mädchen. Bei dir in der Hütte? Kommst du zur Tür rein, guckt er dich direkt an. Oh. Guckt sie dich an, die Niedliche. Oh. Hallo. Hallo. Ja? Also die sind... Also... Das ist einfach... Cuteness-Alarm, absolut. Also da geht überhaupt nichts. Ja, da könnte ich nicht anders als... Oh. Wenn du dich vorbeugst, dann hast du den Geier auf der Schulter. Der kotzt auch. Ausschütteln. Oh. Auch cool. Ah. Schön. Schönes Bild. So. Zack. Aber on screen. Oh, schön. Balu, danke schön. Ja, danke, Balu. Wieder nicht von der Partie heute, weil er einmal wieder arbeiten muss, leider der Arme, wenn wir aufnehmen. Und wir nehmen, ich muss immer sagen, dazu noch, wir nehmen um 20 Uhr abends auf. Ne? Also er hat da keinen leichten Job zurzeit. Viele Grüße an Balu an dieser Stelle. Ja, so, ich brauche Lumber und ich kann kein Lumber bauen. Also ich habe jetzt mal noch eine neue Dings aufgebaut. Ich probiere es jetzt da mal. Ich habe jetzt nochmal so eine neue Chopping Station. Ach nee, Quatsch. Säge, soweit waren wir doch schon. Ja, bin Säge. Ich gerade am Bauen. Gerade nachgeschaut, keine mehr da. Dann ist gut, dann befülle ich jetzt erstmal die ganzen Geräte, der Gerät und so. Oh, hier ist noch ein bisschen. Nee, das ist kein Lumber. Das ist Lumber. Da haben wir noch Lumber. Hat jemand den Pflastermixer gesehen? Wo ist der denn hin? Pflastermixer? Nö. Ich kenne den Cocktailmixer. Der stand mal am See unten. Irgendwann mal. Ach nee, der wurde irgendwann mal von einem Biobauer umgehalst. Achso, ja. Okay. Das ist richtig. Dann muss ich einen neuen bauen. Yep.
musst du tun. Lumbaya. Haben wir denn irgendwo ein Hort für hier so was Fertiges? Also Zelt, Bett, hier so ein Sleeping Bag und Gedöns. Ich habe so Gedöns. Nö, eigentlich nicht. Also ja, eigentlich die Lagerschweinchen so ein bisschen. Lager immer und so. Da könnte ich noch was reintun, ja. So, ich schmeiß hier dann deine Säge mal deinen Carpenter und noch 200 Eisenpfeilspitzen. Sehr geil. Sehr geil. Dankeschön. Ich würde brauchen ein Barrel und Crude Shaft. Ja, den Crude Shaft kannst du ja, glaube ich, selber schnitzen. Und Barrel kannst du auch selber schnitzen. Du bist doch Carpenter. Crude Shaft geht. Okay, das habe ich gefunden. Oder? Haben die irgendwie was an den Wettereffekten geändert? Barrel kann ich was nicht. Was von nix? So ein Mega-Nebel hatte ich ja noch nie. Nebel? Ja, Nebel. Mason. Ach, alles okay. Nee, dann ist dein Spiel kaputt. Oder man könnte es auch Morgendunstnebel nennen oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, Xa, du solltest einfach vor den Aufnahmen in Zukunft nicht mehr saufen. Ach so, du meinst das nicht daran. Was? Ja. Ey, jetzt ohne Witz, also bei mir ist alles nur kein Nebel. Und ich meine, hallo, wenn bei mir kein Nebel ist, dann gibt es keinen Nebel. Also, ich ja, Nebel. Ja. Sinde, hast du Nebel? Ich sehe gerade nichts, ich bin im Inventar. Da ist immer neblig. Warte, Nebel, nö. Also, Xa, wir müssen dich enttäuschen, du hast leider eine benebelte Wahrnehmung. Scheint so, ja. Komponenten? Boah, wo finde ich wir denn eine doofe Fass? Ein Neustart des Spiels. Ich glaube, das hilft ja nicht. Meinst du? Also ohne Witz, ich denke jetzt schon, also. Aber das kannst du ja dann nach der Folge machen oder so, wenn's. Ja, das stört jetzt nicht, aber hat mich halt überrascht, da ich das hier auf der Map so noch nicht hatte. Oh, es ist auch wieder recht frisch. Wir müssen aufpassen, nicht, dass wir wieder erfrieren. So, Crafting. Structures. So, jetzt gibt's erstmal einen Fiumia-Stall. Yippie! Ich finde kein Barrel. Ich weiß nicht, wo ich das bauen soll. Barrel? Barrel. Fass. Wenn du Barrel eingibst im Crafting, kommt das. Also bei mir zumindest. Ein normales Fass oder ein spezielles Fass? Also normales Barrel Fass. 1, Barrel 2 habe ich. Popelsfass. For storing goods. Guck mal, ob Popelfass da steht. Was? Popelfass. Stimmt. Water Barrel. Barrel 1, Barrel 2 und Barrel of for Bone Meal Clue. Nee, off Bone Meal Clue. Ich denke, ich mach mal normales was. Ja, bitte. Need a Carpenter's Kit. Ich brauche wieder ein Carpenter's Kit. So. Was? Oder muss ich das bauen? Nee, ne? Das musst du bauen. Nee, das muss schon ich bauen. Aber ich hatte dir auch erst eins gebaut. Ja, ich war doch tot gewesen. Ich bin doch in die Lava gesprungen. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Ich vergaß. Die gefilterte Wahrnehmung. Ja, alles, was nicht mit meinem Gewissen zu vereinbaren ist, wird verdrängt. Dein Gewissen? Es ist nicht mit deinem Gewissen zu vereinbaren, dass ich in die Lava springe, das aber. Ja, ich bin hinterher gesprungen. Ja, ja. Das war ja nicht gerade besser. Das Drüberhüpfen kam von dir. Ja, das sah auch so aus, als könnte man da ohne Probleme rüberhüpfen. Das werden wir noch ausfechten. Achso, der hat ja die Schweine hier geparkt, weil hier auch die Kacke-Sammlung ist. Ach, notfalls müssen wir das Klohäuschen umziehen. Ich muss den Schweinestall leider, weil der ein bisschen Platz braucht, an eine andere Stelle bauen. Also ein Stall steht ja auch noch bei mir, da so mehr oder weniger hinterm Häuschen. Aber wie gesagt, der will wegen Kacke sammeln. Übrigens, die Pferde machen, glaube ich, mindestens genauso viel Kacke wie die wie die Schweine, wenn ich das gerade so sehe. Oh ja. Ja. Die machen richtig. Also ich hab dein Kit bei mir in die fertige Kiste gehauen. Warum steht hinter mir jetzt ein Pferd? Keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht ein Pferdegesicht im Arsch. Wer sagt denn sowas? Ich weiß auch nicht.
So, mein Problem ist, ich muss mal K drücken. Huch, das war nicht K, das war L. So. Also in Haus T sind noch jede Menge Federn, falls du Pfeile bauen willst. Okay, wunderbar. Da steht auch so eine Standfackelsinde hier, oder? Bist du noch bei mir? Ja, hier ist eine. Kannst du die mal wegnehmen? Mhm. Das wäre supi. Okay. Und dann vielleicht auch noch das Pferd hier in meinem Rücken auch nochmal wegnehmen. Jo. So, platzieren ist echt schwieriger als gedacht. So. So, ja, und das andere vielleicht auch nochmal. So, mal gucken. Super, Muli, du stehst im Weg. Ja, alle stehen sie im Weg. Der feine Herr will bauen, weißt du? Mhm. Oh, ist das schwierig zu platzieren. Alter, man sieht einfach nichts. Auch Nebel. Nee, kein Nebel. Nix Nebel. Schnirella, komm da mal weg. Der Herr ist etwas ungehalten. Jetzt ist es gesprungen. Warum ist es jetzt gesprungen? Achso, weil ich C gedrückt habe. Er ist etwas ungehalten. Er ist gereizt. Gereizt? Gereizt. Ich bring mal die Pferde in Sicherheit. Nachher landen die nur im Schlachter. In der Lasagne. Oh. Toll, das ist der Fiumia-Acker. Hier vorne ist eigentlich Acker dran. Das sieht man jetzt auch nicht so wirklich. Okay. Aber ich kann es immerhin wieder aufnehmen, das Ding. Also hier vorne ist extra so ein Acker eigentlich, aber... Ja gut, wenn wir da jetzt noch ein paar Fences drum bauen, dann... Ja, das war so die Überlegung, ne? Dass man da irgendwie dann... Ja, sonst hauen die ab. Ja, dass man da Fences drum rumbaut und... Also es lag wirklich daran, dass es Nacht war. Der Nebel ist jetzt weg. Mhm. Okay, klar. Müssen warten. Hm? Ja, ja. Ich habe schon meinen Kackeknödel dahin drapiert. Ach, das ist ja fantastisich. Dass sie sich gleich gleich heimisch fühlen. Ja. Das Klo muss jetzt aber auch umziehen. Ach nö, ich kann das Outhouse nicht einpacken. Kommt das vor Couchhütte? So direkt vor dem Eingang oder so? Nee, das muss bei den Fiumias, weil das sammelt automatisch Kacke ein. Ah, okay. Wenn man es bezahlt. Wenn man es bezahlt, ja, man muss. Alles will hier bezahlt werden. Man muss das natürlich bezahlen, das ist ja ganz klar. Ja, aber okay. es passt zumindest optisch mit dem Stroh und dergleichen zu Hippos Hütte hier, zum Bauernhof. Das ist ja schon mal okay. Mhm. Mich ärgert, dass das Gras hier wieder durchgeht und durch den Boden sticht und der Acker dadurch nicht sichtbar ist. Aber naja, immerhin. Dann kann man noch einen Hof hinstellen, dann sieht das auch ganz, ganz hübsch aus. Hoffentlich. Gut, haben wir das schon mal. Primstens. Jetzt habe ich wieder Hunger. Oh, Vorsicht. Meine Vaters laufen wieder. Achso, ist das Kartendeskit fertig? Dann würde ich mir das eben abholen. Wie gesagt, das liegt in der Kiste. Gut, dann kann ich das Barriel bauen. Jupp. Nimm deine Schnauze da weg. So, Kartendeskit, wunderbar. Ah, und ich nehme ja auch gleich mal anständiges Werkzeug. Ich habe noch das Steinwerkzeug. Ach ja, das hatte sich dann auch bedient. Ja, weg. So, wunderbar. Kann ich hier irgendwas reinlegen zum Reparieren? Nö, passt. Juhu, dann wollen die guten Pferde jetzt gleich noch einen Stall haben. Dafür kriegt die Sinde jetzt erstmal das Fass. Mhm. Bitte mit Boden. Das kann ich noch nicht versprechen. Das wäre ärgerlich, wenn der Unmengen an Zeug reinschmeißt, das einfach nicht verrät. So, kommt raus. Wo immer die Hütte dann hier? Oh, das braucht voll lang. Kennt die Hütte? Den Stall? Ja. Habe ich noch keine Idee. Weil eigentlich da, wo die Tornhall hin soll, hat es jetzt jede Menge Platz. Da könnte man das wunderbar an die Felswand lehnen. Ja, das hatte ich auch überlegt, ob wir es dahin machen, dass es so an die Felswand ist, oder ob man es irgendwie, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, gehören Pferdeställe ziemlich dicht an die Tore, weißt du, so, man kommt rein und... Ach so. So aber dann müssen wir eigentlich zwei haben. Aber nicht in Bissweite. Nicht in Bissweite eines Rexes, der da vielleicht... Stimmt, das wäre etwas unglücklich. Ah, da hat Sinde nicht ganz unrecht, ja. Ja, sonst können wir nicht mehr abhauen, das ist schlecht. Ja, wenn es ums Abhauen geht, dann bist du Profi. Also. Ich sehe das nur von praktischen Standpunkt aus. Da steht ja auch immer ein Pferd vor sich in das Haustier.
Ja, jetzt im Moment damit ich nicht. ja nur aus dem Haus hechten und losreiten kann. Ja, das ist halt die Frage. Man könnte die so entlang des Tores nach innen reinbauen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also so hier rein, so. Dass man reinkommt und hat links und rechts irgendwie so, aber puh, keine Ahnung. Ja, könnte ich mir vorstellen. Dass hier so in unsere Basis reinsteht. Ich weiß nur nicht, wie lang. Also waren schon recht groß, die Dinge. Das war schon echt groß, ja. Aber ich glaube, es sehen nicht mal mehr unbedingt verkehrt aus. Die Frage ist nur, ob dann die Treppe hier hinter verbaut ist, dass man hier nicht mehr richtig hochkommt. Das könnte dann sein. Na gut, da also müsste man natürlich drauf achten. Ja. Da sollte man drauf achten, wenn das nicht geht. Aber ich finde, da gehört es halt einfach hin, oder? Also so Pferde ans Tor, also so zumindest klassisch betrachtet. Eigentlich dann sogar fast vor das Tor. Ja gut, okay. Das ist dann allerdings suboptimal in unserem Setting hier. Das stimmt, das hatte ich auch jetzt nicht so mit reingerechnet. Bin ich dezent dagegen. So, jetzt habe ich mir mit dem Stall meinen schnellen Weg zum Wasser verbaut. Warte mal hier. Weil ja. Wer will schon Pferdemist in der Stadt haben? Ja. So, mein. Ich habe ja auch mein Glas verloren. Stimmt. Alles weg. Warte, habe ich noch ein paar gehabt. Da, warte mal, da. Da ist noch eins. Boah, wir haben auch noch zwei unbenannte Schafe. Das sollte sich auch mal noch jemand dran verewigen. Ach, du ahnst es nicht. Flauschi und Bauschi? Oh. Also Flauschi ist gut, das wird schon mal übernommen. Flauschi und Wattebauschi? Eine Wattebäuschen gibt's schon. Was so. Hatte Dude da? Du hast da was. Weiß ja nicht. Wolle Petri. Oh. Oh. Frau Wolle. Oh. Frau Wolle finde ich gut. Ja, stimmt. So, So. Aber unsere Lumberstation ist doch auch schon vor die Hunde gegangen, oder? Weiß nicht. Unten dieses große Häuschen ist. Achso, ja, das wurde auch von dem Biber weggesenzt. Weggenagt. Ich sag's ja nur ungern, ne? Aber wenn wir den Stall bauen wollen, brauche ich für dieses Bucket of Plaster Quicklime. Und da fehlen noch 150. Das heißt, wir brauchen noch. Haben wir noch irgendwo da. Limestone? Also eigentlich müsste roh Limestone alles bei dir noch rumfliegen, weil sonst hat es da ja eigentlich keinerlei Verwendung für. Aber hier liegt noch ein bisschen was drin. Also fertig durchgebrannt in deinem Brennhaufen. Oder hattest du das schon mit reingerechnet? Die 150 habe ich reingerechnet. Achso, ja, dann müssen wir wohl weg Leim holen gehen. Da haben wir jetzt genug Pferde. Limestone, ja. Ich guck gerade, ob wir noch irgendwo welches rumfliegen haben. Weil wir ja auch nicht ungewöhnlich bei der Unordnung hier. Ja, da sollten wir sowieso demnächst mal einfach ein bisschen Zeit investieren und einmal aufräumen, aber das hier. Das ist alles Lehm hier, das brauche ich nicht. Ich brauche dann außerdem noch Wood Ash 300. Wood Ash. Und 150 Wooden Bucket. Was? 150 Eimer? Mhm. Wofür das denn? Ja, wir brauchen ja 30 Bucket of Plaster und für einen brauche ich 5 Eimer. Ja, aber die sind wieder leer danach, oder? Eigentlich sollten die danach leer sein, ja. Also die solltest du eigentlich zurückbekommen. Kann sein. Ich guck mal gerade nochmal. Wooden Bucket, 5 Stück. Ich krieg ein Bucket of Plaster mit 5 Wooden Buckets. Und wir brauchen aber 30. Habe ich mich verrechnet? Nee, das nicht. Aber, dann? aber
Aber wie gesagt, du normalerweise füllst du die Eimer ja um und dann hast du die Roheimer wieder zurück. Hier steht aber Roh Wooden Bucket. 5 Stück brauche ich. Ach, die sind nicht gefüllt mit irgendwas? Nee. Dann haben sie das Rezept wohl irgendwie geändert. 30 Eimer? Das kann ich mir nicht vorstellen. Moment. Mal ganz kurz. Du hast doch gesagt, so, der Pferdestall braucht 30 Bucket of Plaster, richtig? Mal gucken, ob es 30 Plaster oder 30 Buckets waren. Sekunde. Structures. Farm. Da ist das Ding. Braucht 30 Bucket of Plaster. Und für einen Bucket of Plaster brauche ich 5 Wooden Bucket. Um einen davon herzustellen. Das heißt, stellst du einen Plastermixer her, oder was? Genau, das heißt, ich brauche 150 Wooden Buckets. Autsch. Wie macht man einen Wooden Bucket? Wo war das nochmal? Die waren relativ simpel. Ich glaube, den kannst du gar nicht in den Tag werfen. Das waren, glaube ich, nur diese Plant Strings und Wood oder irgendwie so. Da, Wooden Bucket, Holz und Plant Strings. Ja gut, dann dürfte das ja gehen. Ja, 5 Wood. Ja. Plant Strings ist ein bisschen nervig. Dann sollte man halt mal schauen, dass man davon noch ein paar bauen. Mhm. Ich habe da gerade exakt 0. Also 2, um genau zu sein. Quasi 0. 9. Ich kann aber auch nicht mehr. Okay, Plantstrings. Ich meine aber bei Hippo in der Kiste lag noch was drin. Dieser Fiber oder wie heißt. Das kann sein, ja. Da hatte ich, glaube ich, mal noch was gesehen. Ah, aber auf unserer Ebene rennt eine Menge an Kilos rum. Also das sollte dann auch. Dann holen wir da gleich mal Quicklime zu holen sein. Mhm. Holen wir gleich mal Quicklime, ja. Können wir machen. Ich bin gerade noch so ein bisschen am gucken, was man noch alles bauen könnte. Aber so viel ist es gar nicht. Bei Farm habe ich wirklich nur diese Ställe, Furniture, Houses. Nee, da habe ich nur die Hütten. Mining, Stairs, Trading. Okay, Planparts kriegen wir ja auch recht schnell mit dem Pferd, ne? Mhm. Das müsste ja dann auch gehen. Pferd? Ah, da hinten. Nee, das kommt da rein. Hat man noch irgendwo Speer? Da ist noch ein Kupferspeer. Dann nehme ich den jetzt erstmal. Im Trog eventuell. Im Kupferspeer. Im Trog? Was? Im Trog? Ein Speer? Achso, nein. Aber du suchtest doch gerade Bären, oder? Speer. Ach, Speer. Speere sind noch, glaube ich, 2. Nimm die einfach aus dem Pferd raus von Coach und von Hippo, was ist dann deren Problem? Ja, aber wie gesagt, in meiner fertigen Kiste sollte auch noch was drin sein. Okay. So, das haben wir. So, wo tun wir denn die Samen rein? Haben wir die irgendwo gesammelt? In der Blumenvase vor Hippos Hals müssten die sein. Ah, okay. Kann ich das Zeug nämlich auch mal loswerden? Mal schauen, was ich da rausgelootet habe. Habe ich noch gar nicht geguckt. Oh ja, da gehen noch ein paar rein. Also, was haben wir denn hier? Wild Corn Seed, Flachs. Das ist jetzt alles nichts Besonderes. Eco Seeds. Die gehen da nicht rein. Wild Hop. Karotten. Ja, Hopfen war's. Kann man mal Bier brauen? Tomaten, Potato, Clayballs. Warum habe ich denn Wet Clayballs hier? Das war's. Cotton Seed. 2 habe ich auch noch. Ich wollte gerade sagen, wo sind sie? nee, das waren die ich rausgelootet habe. Achso, okay. Und dann müssten ja jetzt in meinem Gaul noch die anderen sein. Dann haben wir jetzt also 4 Cotton Seed. Super. Ich glaube, beim Ernten kriegst du auch ab und zu Samen, ne? Ja, ja, das müsste sich vermehren eigentlich. Ja, dann haben wir es doch. Da sind sogar 3, dann haben wir insgesamt 5. Schön. Und in meinem Pferdchen sind noch die ganzen Kristalle oder ein paar der ganzen Kristalle, sagen wir es mal so. Da sind noch 240 Kristalle. Und ihr habt ja dann auch nochmal reichlich mitgebracht. Ich weiß noch nicht, wo die jetzt sind. Ja, hier im Black Beauty sind auch nochmal 155. Ja, hier sind nochmal 103 in Horst T. Mhm. Also da sind auch die Dingseier noch drin.
Die Para-Eier. Wir hatten ja noch Para-Eier mitgenommen. Level 46er. Nichts Großes, aber immerhin. Kleinvieh macht auch Mist. Warst du noch Farmer? Ich nie. Xa? Nee, Xa, dachte nee, ich. Ich war. Schade. Ich dachte, ich war Schneider seit Beruf. Verdammt. Schade. Weil wir haben jetzt auch noch hier Wild Grape Seeds und so weiter. Wir können wirklich die verrücktesten Sachen anbauen und vielleicht auch mal so ein paar Gerichte dann machen, nämlich. Und Bier brauen und feiern. Die Gerichte brauchst eigentlich nur die normalen Beeren, beziehungsweise manchmal die besonderen. Nö, für die Gerichte brauchst du auch diese. So für verschiedene angebaute Sachen, oder nicht? Doch, da war doch so einiges. Ja, aber die sind nicht speziell, die sind nur allgemein gehalten. Halt irgendwas eingepflanzt ist. Ach so, okay. Wo hast du denn die Kristalle hingepackt? Ich habe sie noch gar nirgends hingepackt. Ich musste jetzt erstmal mein Inventar leer räumen. Okay. Dann hätte ich ganz gern auch nochmal ein Lagerfeuer vor meiner Tür, dass ich auch mal ein bisschen was grillen kann, schnell. Das Lager. Ich hatte noch ein Lagerfeuer gelootet. Ach, Wood-Ash, guck mal, da haben wir eine ganze Menge. Ja, bei mir gibt es auch noch eine Kiste, die ganz voll mit Wood-Ash ist. Das ist super. So, habe ich genug. Ach, hier sind auch noch Plant-Strings. Eine ganze Menge. Ich habe gar keine Bauern brauchen. Cool. So, dann brauche ich jetzt nur noch Holz. Ganz böbeliges Holz. Also da kommt echt verdammt viel Limestone raus. Ich glaube, wir müssen gleich gar nicht mehr bauen. Ich bring genug mit. Ach, super. Was? Wo hast du denn jetzt Limestone hergeholt? Ich bin hinten bei der Ebene. Bei unserer klassischen Ebene. Bist du genau. Oh ja, wunderbar. Schon mal kurz eben. Ist ja normalerweise nichts auf dem Weg. Normalerweise. Das macht mich immer nervös. Ich hab jetzt, keine Ahnung, 600 Limestone oder so. Oh cool. Irgendwie wiegt das Zeug nichts mehr. Dann gehe ich das Holz holen, ha? Oder haben wir irgendwo noch ganz viel? Ich glaube, wir müssen uns mal dran gewöhnen, jetzt relativ bald. Ja, Holz kannst du noch holen, das brauchen wir immer wieder. Mhm. Wir müssen uns dran gewöhnen, relativ bald mal. Vegetables, Salt, Water. Diese Gerichte zu kochen, weil ganz ehrlich, das. Fleisch bringt nichts mehr. Also. Was? Ja, du isst Fleisch und kriegst 5 Nahrung hergestellt. Na toll. Deshalb, wir sollten zuschauen, dass wir uns was Anständiges kochen. Und das Problem ist hier an dieser Stelle. Man braucht Wasser. Ja, man braucht Wasser. Das ist jetzt nicht mein großes Problem. Das ist ein bisschen schade, weil ich habe keine Kannen mehr. Es gab doch auch noch so eine Kochstelle, oder? Die, glaube ich, der Mason herstellen kann. Kochstelle? Achso, ein Herd. Ja, stimmt, es gibt ja, so ein Herd. Da kann ich mal gucken. Hearth? Oder wie? Hearth? Moment. Was denn? Chester Station, was ist das denn? Aha. Öfter mal was Neues, man lernt nie aus. Ah ne, das ist Glassbrowings. Dinnerware? Nee. Dancing Structures, Clay Building Components. Nee, das ist auch nicht. Structures. Hier hat man Fireplace. Das ist einfach nur hier. Incubator Shack, das sollten wir auf jeden Fall machen. Das ist zum Eier ausbrüten. Mhm. Da brauchen wir Bucket of Lime Mortar, Stone Bricks, Wood Shingles, Wood Support Beams. Das Ding ist auch relativ günstig. Schornstein brauchen wir nicht unbedingt. Grill. Perfect for cooking meat in bulk, staying warm and provide light. Wir sollten uns mal eine Küche. Wir bauen jetzt noch eine Hütte irgendwo hin und machen die zur Küche. Food Grill. Similar to the medieval grill, this grill has a Sail function, though that you might sail the cooked food. Okay, das interessiert uns jetzt nicht. Hier haben wir noch ein Waterwell. Können wir uns auch nochmal drum kümmern, gegebenenfalls. Also, das ist das Einzige, was ich hier sehe, der Grill. Na, dann meine ich den wahrscheinlich.
Aber er sah halt so vom Icon her doch recht interessant aus. Bucket of Lime Mortar, Bomber Stone und Wood Support Beams. Hast du Bucket of Lime Mortar fertig, Sinde? Nee, ne? Nee, im Moment nicht. Ich denke mir fast. Und ich bin gerade am Holz holen. Ja. Na gut, ich kann jetzt halt mal gucken. Quicklime ist aber genug da für ein paar Buckets of Lime Mortar. Ja, ich halt... bringe jetzt auch gleich eine Riesenladung zurück, also. Genau. Ich hab mich das halt jetzt noch. Genug da sein. Oh, ich habe mich jetzt halt überhaupt noch gar nicht mit dem Thema. Mit dem Thema Food und so weiter auseinandergesetzt. Das Problem ist, wo hat ein Hippo seine Ernte? Das ist ja eigentlich alles vorne am Lagerfeuer nur, ne? Ja, eigentlich schon. Beziehungsweise er hat es eigentlich. Also zum einen hat er meistens nur Flachs geerntet. Oh, hier ist ein Sinkelmehl, ja, aber nun. Zum anderen hat er das, also die Früchte und die Möhrchen eigentlich immer im Feld gelassen, weil sie sich da länger halten. Als jetzt in der Blumenvase. Das ist äußerst unpraktisch. Haben wir jetzt nur noch 13 Möhrchen. Oh. Ja, meine sind verbrannt. Hast du noch welche, hattest die auch? Nee, ich hatte keine. Ja, und meine habe ich da reingelegt. Das waren nur noch 13. Das ist die große Frage, können wir ernten? Ja, aber wir kriegen, glaube ich, nicht so einen guten Ertrag wie Hippo. Ja, aber die sind overgrown schon. Ah, ja, dann sollte man die wohl auch mal wieder umflügen. Ah, ich habe noch 5 im Inventar, sehe ich gerade Karotten. Aber es ist schon wieder an der Zeit. Oh ja. Ich kriege gerade mal 3 Karotten daraus, wenn ich die ernte. Aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Mhm. 3 Karotten, ne? Das ist echt nicht viel. Ja, es ist schon wieder an der Zeit. Oh ja, es ist schon längst an der Zeit. Mhm. Ja, dann, ne? Nächste Folge und so. Was haben wir hier sonst noch? Das ist nur Flachs. Wir haben hier überhaupt keine. Hier irgendwo Tomaten oder so? Glaube nicht. Ist das? White Corn. Ja, wir bisher Mais. Ja eigentlich Mais auch ist ja nicht auch wirklich gebraucht. Ich denke, deswegen wird das auch nicht angepflanzt haben. Dann müssen wir die Felder nochmal ordentlich ausbauen hier das nächste Mal. Hier ist noch ein bisschen Mais, das kann ich noch holen. Na gut, dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.